Hallo ihr Lieben, ich wollte euch mal ein kleines Update zum Kreativraum geben, denn es hat sich wieder ganz viel verändert in der Zwischenzeit. Ja, hier seht ihr den blauen Schrank, den habe ich schon länger. Und hier seht ihr so eine Magnetbilderleiste, die habe ich von einer lieben Freundin geschenkt bekommen und habe ein paar von meinen Fotos dran gehängt. Ja, und in dem Schrank sind einfach so Zeichenutensilien und auch ein paar Sachen für die Pflanzen. Ja, und mittlerweile auf den Bilderleisten sind jetzt eigene Motive, also Bilder, die ich gezeichnet bzw. gemalt habe. Und hier seht ihr Smillers Platz. Hier ist meine kleine Bibliothek, was so Kunstbücher angeht, also wie man zeichnen und malen lernt. Und verschiedene Inspirationsbücher sind auch dabei. Ja, und hier seht ihr, hier ist einmal der große Tisch und wir haben noch einen kleineren Tisch hinten dran gestellt, sodass ich jetzt noch mehr Platz habe für meine Projekte. Ja, hier sieht man, ich habe ein neues Skizzenbuch angefangen. Das ist auch mittlerweile, die ersten Seiten sind fertig, wie man hier sieht. Und dann habe ich noch mal die Vögel, die ich in Aquarell gezeichnet habe, nochmal skizziert und übe gerade mit Buntstiften zu zeichnen. Und das macht auch wirklich richtig viel Spaß. Ja, hier seht ihr meinen Lieblingsplatz. Links die Strelitzie und der Korbsessel. Dort sitze ich total gerne und genieße die Ruhe. Ja, und die Pflänzchen sind auch schon länger da. Hier einmal die Mikans, dann die heißt, glaube ich, Cebu Blue. Und das ist eine Efeutute. Ja, und hier seht ihr das neue Porträt von Klaus rechts, was ich fertig gezeichnet habe. Und das hier ist meine Tischstaffelei. Ja, und unterm Tisch ist Miller. Ja, und diesen Stuhl habe ich geschenkt bekommen von Klaus. Der ist aus Bambus und ich fand ihn richtig, richtig schön. Und auch auf den Bilderleisten hier sind jetzt eigene Motive zu sehen. Ein neues Pflänzchen ist dazugekommen, die Painted Lady heißt sie, glaube ich. Und ich habe hier eine Anlage draufstehen und der kleine Schrank ist auch neu. Ja, und so sieht es jetzt momentan im Kreativraum aus. Danke fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!